Wahrscheinlich. Ich meine, ich kann jetzt eine Rauchwolke machen, die wird dann aber nicht sehr weit gehen. Lohnt das oder lieber noch eine Runde Wie viel warten? APs brauchst du für eine Rauchwolke und wie viel könntest du dich denn noch theoretisch bewegen? Wie viele APs hast du denn? Also eine Rauchwolke braucht 5. Okay, wie viele APs hast du? Die Kugeln über deiner Health Bar. Ja, ich bin schon dabei, mir einen Weg zu überlegen, dass ich noch 5 Achso, übrig okay, habe. gut. So. Besser wird's nicht. Ich glaube, das müsste gehen. Warte. Okay. Rauchwolke. Perfekt. Selbst wenn wir einfach nur unter... Achso, ja, mach erstmal. Wir müssen zumindest so ein Ah, bisschen, perfekt, oder? sehr gut. Das ist Ah, viel das. ist es nicht. Das, Das reicht, damit die uns nicht angreifen. Ja. Wir müssen uns also höchstens im Inneren bewegen. Okay. Setzt Genau, euch und unter eher Strom. rechts halten. Perfekt. Perfekt. So. Ich schleiche mich jetzt ein bisschen ran, erstmal als Bärdotter. Genau, ich gehe einfach ran und Sie dann kann sich ja schon mal links von dem Rauch links vom erstmal Rauch aufhalten. positionieren. Genau, weil Genau. irgendjemand können wir ja immer heilen. Genau. Genau. Und Medora wird rein in die Schatten gehen. Komplett. Weil dann kann sie, wenn jemand über die Grenze kommt, direkt draufknüppeln. Ja. Ich würde die so gern da hinten schon angreifen, aber die sind halt zu weit weg. Das ist halt auch das Problem. Du Ja. kannst das Gros nicht direkt angreifen. Aber jetzt können wir auch Rauchgranaten und so werfen. Also was auch immer wir haben, ne? Blitzpfeile, Eispfeile. Genau. So, er weiß nicht, was er machen soll. Okay, die versuchen jetzt hinten lang zu laufen, oder was? Nee, der ist wieder umgedreht. Na, okay, gut, probiert. Okay, und jetzt kann sie schießen. Ich überlege, ich habe einen Giftwolkenpfeil. Ich glaube, das war eigentlich ganz gut. Wahlweise hätte ich einen Dampfwolkenpfeil. Mach einen Giftwolkenpfeil, aber schieß Giftwolke. sie nah an das Blitzding. Also quasi auf den Typen im Schild, diesen vollgepanzerten Mörder. Also nicht den Keulenschwinger, sondern den Mörder. Weil ich glaube, wenn einer von denen dann rüberlaufen will, wird er instant in, ja, in das Ich Zeug. suchte. Vollgepanzerter Mörder, das ist der da hinten, gell? Ja. Ja, das ist neben dem Bogenschützen direkt der Typ. So halten wir sie zumindest etwas auf Abstand, weißt du? Ich kann mal schieben. Okay, die sind zwar immun gegen Gift, aber wir können sie noch immer in die Luft sprengen. Alles gut. Ja. Jetzt wird jemand verzaubert. Oh nein, Bärdotter natürlich. Hä, aber der hat durch den Nebel geschossen. Nach Nein, einem nein, nicht ganz. Hä? Ja, Okay, ich aber weiß. das war durch den Nebel geschossen. Auf Medora. Mist. Okay, Und der aber. auch, der schießt an. Hä? Warum Hä? denn? Der Nebel macht den einfach nichts. Okay, pass auf. Kannst du. Oh nein, Mist. Ich wollte gerade mit ihr rüber. Bring das Ding da hinten zum Glühen. Da hast du vier Leute, fünf Leute direkt, die du entzünden kannst jetzt. Mit einem Mal. Das würde ich machen. Ich bin auf dem Weg. Bitte reich. Bitte reich. Nice. Gut. Ah, okay, aber jetzt ist natürlich das wieder weg, ne? Irgendwas ist immer. Jetzt halte. Okay, das war eine schlechte Idee. Also wir dürfen dieses Elektro-Ding nicht wegzaubern. Ich glaube, das ist so die Quintessenz. Ich glaube auch, und Gift anzuzünden ist vielleicht dann nicht das Beste. Kannst du den neben uns Ich machen, den links neben? würde dann noch mal laden, weil ich das schaffen wir nicht. Ich sehe das. Lass uns probieren. Komm. Okay. Vielleicht schaffen wir es. Ist das dritte Mal. Dreimal das Glück. Fehlgeschlagen, natürlich.
Was denn sonst? Okay, langsam ist schon. Dann. Das ist der Nebelgröße, okay. Ah, ich hätte den einfrieren können, aber irgendwie, das ist halt gerade so. Ja. Warte mal. Nein, es fehlt mir genau ein AP. Oh Mann. Oh. Weißt du, weil ich habe mich extra hingestellt, ich wollte ein bisschen näher ran, damit ich den Trottel da einfach einfrieren kann. Ja, jetzt schießt du Bear Daughter auf uns, jetzt ist eh vorbei. So. Kann. Ja. Betäuben viel. Was? Ja, ja. Wogegen sind die nicht immun? Auch nicht. Hm, okay, warte. Machen wir den neben uns. Wir kriegen den. Den neben uns müssen wir gucken. Genau. Ja. Okay, sehr gut. Ah, jetzt wird's blöd, ne? Medora ist down. Kannst du vergessen? Ja. Warte. Hä, was macht er? Er kann nichts machen, wahrscheinlich. Hm. Der hat noch APs, deswegen müssen wir kurz abwarten. Okay. Okay, ich habe einen Querschläger. Und ich werde ihn benutzen. Der hier muss weg. Ganz der Reihe nach. Können wir nochmal? Nee, können wir nicht nochmal. Ich kann. Ja, doch, da bin ich schon genau. Ja, ja, bin ich, ja. So. Der ist nämlich bald wieder da. Oh ja. Den wegprügeln wäre super. Kann ich die Waffen noch wechseln? Natürlich nicht. Ich habe nämlich eine viel stärkere Keule. Ah. Was halten wir von einem Dampfwolkenpfeil? Probier's aus. Einmal ausrüsten. Das macht geblendet. Okay. Muss schon mal anfangen. Aber nur einen hat's geblendet. Ich dachte, ja. Okay, er sieht nix. Gekoppelt. Mhm. Und töte den nimmt uns, den anderen. Weil der ist nächste Runde auf fertig. Der ist wieder da. Ich weiß. How could that happen? Ernsthaft. Engaged. Defensiv weiter. Ja, gut. Okay, gut. Das wird uns zwar nicht retten, aber...
Nee, nee, das ist ein verlorener Kampf. Naja. Kannst jetzt natürlich einiges ausprobieren, was geht, aber ja. Das ist gerade dabei. Solche Granate. Mal gucken. Ja, die sind halt immun dagegen. Ne? Tot. Nee, doch nicht. Jetzt aber. Jetzt tot. Ja. Na nee, das macht keinen Sinn. Nee, das macht keinen Sinn. Nee, ich lade. Ja, okay, gut. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Taktik war nicht gut. Wir dürfen nicht entgegengesetzte Elemente verwenden. Wir können nicht Feuer und können nicht Feuer und Eis und Regen verwenden, sondern wir müssen gucken, dass wir, wenn wir eins machen, dann entweder Geomantie und Feuer und Blitz und Eis. Also eins von beidem. Genau, genau. Und ich weiß nicht, was besser ist. Ich habe das Gefühl, Blitz und Eis war ganz gut. Oder? Dann soll sich Ria mal auf Angriff konzentrieren und auf die Rauchwand höchstens noch. Ja. Aber die Rauchwand, so wie ich sie das letzte Mal platziert habe, war, glaube ich, nicht sinnvoll. Ich werde jetzt noch weiter vorgehen. Genau, gib dir noch eine Runde mehr Zeit, um die zu craften. Also nimm einen guten Weg dann. Das heißt, ich werde jetzt einfach nur vorlaufen, stur. Aber, das wollte ich dir gerade sagen. Du hättest die Rauchwand auch... Egal, nee, passt schon. Also Okay. Ich mache nochmal das, was wir schon die ganze Zeit gemacht haben. Regen, weil das war immer ganz gut. Ja, und dann das. Oh, jetzt ist der Regen anders gefallen. Siehst du das? Oh ja. Okay, das ist kacke. Jetzt stehe ich natürlich bescheuert. Aber vielleicht ist gar nicht gut, wenn wir die quasi flankieren. Das heißt, wir haben jetzt keine andere Wahl. Ich bleib auf der Seite, du bleibst auf der Seite, ja? Und wir kriegen das hin. Ja, wobei, das wäre eigentlich ganz gut. Doch. Mach die Rauchwand so hin, dass sie gerade an den ersten, so über dem Wasser ist. Also, ja, genau. Und dann schocken wir das, wenn sobald die auf dem Wasser stehen und wir haben freie Sicht auf die. Das könnte ganz gut funktionieren. Genau, dass wir von verschiedenen Positionen angreifen. Nee, Ria müsste auf die andere Seite kommen. Weil sonst schießen die Bogenschützen auf dich die ganze Zeit. Ja, genau, das kann ich ja erst in der nächsten Runde. Ich muss jetzt ja erstmal Bogenschütze positionieren. Genau, aber nur nicht ins Wasser. Nee. Wir gehen hier hin. Ja, genau. Ich glaube, dann ist der aber immer noch... Nee, zu weit weg. Ja, machen wir kurz. Perfekt. Und sie geht quasi dahin. Ich glaube, sie darf auch nicht zu weit reingehen. Ja, genau. Huch. Die hat irgendwas aufgesammelt. Okay. Ein Sternenstaubkraut, okay. Gut. Ist aber nicht wild, sie ist damit aber auch nicht im Wasser. Ich werde mit allen noch einen kleinen Schritt zurückgehen, weil das ist ein bisschen gefährlich. Oh. Ja. Okay, gut, das nächste. Okay. Okay. Wand und rennen. Oder stell dich, du kannst dich auch in diesen Tümpel beim Stein hinstellen. Siehst du das? Da ist so ein kleiner Bereich, wo noch kein Wasser ist. Stell dich dahin, quasi links von... Ja, wobei links ist schwierig. Ja, du meinst den großen Stein links und dann da in die Mitte. Genau, da vor dem Stein ist... Ja, genau. Genau. Wir werden es ausprobieren müssen. Oh nee, jetzt habe ich nicht genug AP für die Rauchwand. Oh. Aber ich kann eine Eisgranate auf das Eis werfen. Nee, dann wirf's doch hinter das Eis. Da, wo die gerade auf uns zulaufen. Ja. Probier das mal.
bitte Falken, bitte werf nicht ins Gebüsch. Natürlich wirfst du ins Gebüsch. Klar. Ist okay. Ja, gut. Vorsicht, schocken. Okay, es hat geklappt, perfekt. Oh, gut, ich bin nicht geschockt, ja. Sehr gut. Du musst halt nur diese Rauchwand machen. Ja. Ich werde den hinten bei Ria versuchen zu erledigen. Nein. Alles am besten auf einen drauf. Die müssen dann wir nach vorne. Und nach. Genau, wir müssen nach und nach die Typen ausschalten. Okay. Und das ist eigentlich recht flott sogar, ja. Gut. Alles auf den vorne. Ich habe verstanden, reicht nicht mehr. Ich gehe mit ihr ein Schrittchen zurück. Ja, nicht, dass wir uns aus Versehen selber schocken. Genau. Ich versuche, den zu betäuben. Perfekt. Damit der Rian nicht auf die Nerven geht, falls es sein muss. Ja. Perfekt. Perfekt. Okay, die kommen jetzt näher ran natürlich. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber... Nicht. Oh nein! Sie ist natürlich verwünscht. Du musst sie in der nächsten Runde einfrieren. Ja. Nee, es ist fehlgeschlagen. Oh, Gott sei Dank. Au. Verlangsamt und betäubt. Jetzt können wir keine Regenwolke mehr machen. Ja. Und die ist gestolpert, du kannst gar nichts mehr machen. Ey, das ist doch nicht... Das kann doch nicht wahr sein. No. Der kann nicht mal mehr angreifen, toll. Ich fahr mit ihr die AP. Ja, mach das. Nee. Na, war klar. Ihr kriegt es auch alleine hin. Einer kommt von hinten. Gut. Können wir das denn schaffen? Ohne Wand. Hm? Wie sollen wir das denn schaffen ohne Rauchwand? Die dezimieren uns doch am laufenden Band. Ja, und da kann ich doch nichts für. What just happened? Okay, jetzt sind alle betäubt. Wobei. Okay. Kannst du vergessen. Außer sie hier. Aber das können wir vergessen. Ja. Ich meine, es macht keinen Sinn, oder? Nee, komm. Oder wir können es nochmal versuchen, aber keine Ahnung, ob's klappt. Das Dumme ist halt, dass wir im Kampf laden. Das heißt, wir können keinen anderen Weg gehen. Ja. Obwohl, was wir natürlich machen können, wir müssen ja nicht nach vorne gehen. Wir können ja auch den Kampf verlangsamen und nach hinten gehen. Quasi uns hinter dem Mittelding hier verstecken, rechts. Mhm. Und warten, dass die zu uns kommen. Könnten wir auch versuchen. Vielleicht für den nächsten Anlauf mal einen ganz anderen Weg gehen. Müssen wir austesten, ich habe keine Ahnung. Ja. Immer das Gleiche. Nee. Okay, der eine, der läuft ganz weird rum, okay. Ja, ist unmotiviert. Aber nee, das macht keinen Sinn. Wir laden. Ja, es macht keinen Sinn. Geblockt. Nee, komm. Ja. Okay, warte okay, guck, mal. Was ich meine, ist, dass wir nicht nach vorne gehen, sondern quasi rechts in Richtung Fackel. Weil uns da die Bogenschützen nicht treffen können. Mhm. Okay, machen wir und so. Und wir hätten quasi... Hm? Machen wir so. Okay. Dann würde ich eine Rauchwand einfach da machen, wo wir gerade stehen. Mhm. Oder bringt uns das was? Meinst du jetzt eine Rauchwand rein? Ja, oder nee, erst wenn die näher kommen, oder? Lass sie erstmal näher kommen. Wir können das versuchen, vielleicht mit Elementarschäden und Eisgranaten zu klären, dass die ganze Zeit über Eis laufen oder so. Wir müssen gucken, ja, wie der okay. Regen gleich fallen wird. Ich werde den Regen gleich casten, gucken wir mal, was passiert.